Es wird ja immer viel diskutiert, ob eine Ernährungsform gesund ist oder nicht. Wie es dir bestimmt schon in den letzten paar Jahren aufgefallen ist, war vegan Essen tatsächlich noch nie so beliebt. Also gefühlt zumindest noch nie so beliebt wie zurzeit. Und bevor wir jetzt aber mit diesem Video gleich loslegen, möchte ich natürlich noch kurz vorab anmerken, wie immer auf diesem Kanal und in meinen Videos, es mag für manche Leute unbefriedigend sein, aber ich gebe nie so pauschale Empfehlungen von wegen, das tut allen gut und das tut allen schlecht, weil ich einfach wirklich der festen Überzeugung bin, dass wir Menschen alle viel zu individuell und zu verschieden sind, als dass man uns alle in einen Topf werfen könnte. Und außerdem bin ich wirklich überzeugt davon, dass letztlich nur du selbst wissen kannst und auch für dich selbst entscheiden kannst, was deinem Körper wirklich, wirklich gut tut. Daher sehe ich meine Mission eher darin, für bestimmte Themen einfach mehr Bewusstsein zu schaffen und einfach ein paar Dinge so anzusprechen, die vielleicht so in der Mainstream-Debatte ein bisschen untergehen und mit euch einfach weitere Infos, Hilfestellungen und Erfahrungen zu teilen, damit dann du am Ende des Tages selbst entscheiden kannst mit deinem Körpergefühl, was am Ende für dich das Beste ist. Und weil meines Erachtens irgendwie der Fokus in den Medien wirklich zurzeit zu stark auf den Vorteilen des Veganismus liegt, finde ich es halt einfach auch nur fair, wenn man auch mal doch ein paar Punkte anspricht, über die jetzt wenig oder einfach nur kaum geredet wird. Also dann packen wir es an. Was genau heißt es, sich jetzt als vegan zu ernähren? Für die, die es nicht genau wissen, definiert wird es als ein Verzicht auf alle tierischen Produkte, einschließlich eben Fleisch, Eier, Meeresfrüchten und Milchprodukten und Honig. Es gibt unter den Veganern dann natürlich auch wieder viele Untergruppen, viele verschiedene, wie zum Beispiel die Foodianer, die dann ausschließlich Obst und Gemüse essen. Aber mit dem heutigen Video befassen wir uns einfach mit so dieser Standard-veganen Ernährungsweise, wenn man das so sagen kann. Den ersten Aspekt, den ich persönlich etwas bedenklich finde, ist, dass es eigentlich historisch gesehen keine große Kultur oder Bevölkerungsgruppe gibt, die freiwillig komplett auf alle tierischen Produkte verzichtet. Und das über einen sehr langen Zeitraum, also eigentlich für immer. Ich persönlich, wie ihr ja wisst, bin eher so ein Fan von Ernährungs- und Gesundheitstraditionen und Verfahren, die halt eben auch schon unsere Ahnen jahrhundertelang betrieben und praktiziert haben. Ein tolles Buch, was sowohl übrigens auf die traditionelle Ernährungsweise von Urvölkern auf dieser Welt also wirklich näher eingeht und diese auch erforscht hat. Und auch da wird diese Thematik von Veganismus ein bisschen mehr darauf eingegangen. Das wurde geschrieben von einem amerikanischen Zahnarzt, und zwar namens Dr. Weston A. Price. Ich werde euch dieses Buch unten in der Infobox verlinken. Dieser Zahnarzt ist nämlich um die ganze Welt gereist, um das Ernährungsverhalten und die Folgen von verschiedenen Ernährungspraktiken auf unsere Gesundheit einfach etwas näher zu untersuchen. Dabei hat er auch eine wirklich bahnbrechende Entdeckung zwischen einer Ernährung mit wenig Tierfutter, also wenigen fettlöslichen Vitaminen und Karies untersucht. Und ich will jetzt wirklich nichts von diesem Buch vorwegnehmen, aber das eine verrate ich euch dennoch, was er da wirklich herausgefunden hat, um es milde auszudrücken, spricht jetzt nicht gerade für eine ausschließlich vegane Kost. Viele Menschen fangen ja tatsächlich sogar an, sich vegan zu ernähren, weil sie Probleme mit der Verdauung haben. Vor allem von Milchprodukten und von Fleisch. Danach fühlen sie sich halt oft nach dem Essen irgendwie müde, schlapp und leiden halt unter Symptomen sogar wie Akne, Blähbauch oder Gewichtszunahme. Und ein Verdauungsproblem, das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass dann das Problem tatsächlich direkt auf eine bestimmte Lebensmittelgruppe zurückzuführen ist, sondern kann auch einfach möglicherweise tatsächlich einfach auf einen nicht mehr gut funktionierenden Verdauungsapparat an sich hindeuten. Zum Beispiel, dass dein Körper einfach nicht mehr genug Magensäure produziert. Eine Verdauungsschwäche kann aber auch ein Symptom sein für einen langsamen Stoffwechsel oder sogar eine Schilddrüsenunterfunktion.
Und viele Menschen produzieren aber auch inzwischen viel zu wenig, wie ich gerade vorher gesagt habe, Magensäure, was es ihnen auch schwer macht, natürlich ihre Nahrung überhaupt gescheit aufzuspalten. Also es muss ja unbedingt am Fleisch selber liegen, sondern vielleicht einfach nur daran, dass du es nicht mehr gut verdauen kannst. Und vor allem nach einer veganen Mahlzeit fühlt man sich halt dann eben oft besser, da natürlich so nach gekochtem Reis oder gedämpftem Gemüse, das ist einfach viel leichter auch zu verdauen und ja, braucht auch nicht so viel Verdauungsenergie, also ein Stück Steak mit viel fettiger Soße. Und durch diese vollständige und dauerhafte Beseitigung dieser problematischen Lebensmittel wird aber leider oft eben dieses eigentliche Grundproblem mehr so kaschiert und auch irgendwie übersehen. Viel sinnvoller fände ich es tatsächlich erstmal zu prüfen, ob denn wirklich eine Verdauungsschwäche vorliegt und dann eben diese an sich so einfach mal zu adressieren und zu behandeln, damit du einfach wieder einen voll funktionsfähigen Verdauungsapparat hast und einfach alle Lebensmittel auch theoretisch zu dir nehmen kannst, auch diejenigen, die dir vielleicht zurzeit ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Und danach kannst du immer noch entscheiden, ne, ob du dich jetzt halt vegan ernährst oder auch tierische Produkte in deinen Speiseplan integrierst. Aber dann fällst du quasi diese Entscheidung wirklich aus freiem Willen heraus, anstatt irgendwie aus so einem Zwang. Dieses Dilemma kennen wir ja schon von eigentlich allen Diäten. Auf lange Sicht fällt es einfach vielen Leuten sehr, sehr schwer, sich so stark einschränken zu müssen. Und wie immer, wenn viele Lebensmittelgruppen wegfallen, man sich davor aber tatsächlich nicht ausreichend informiert hat über diese Ernährungsweise und vielleicht auch keinen Experten mit ins Boot genommen hat, dann kann es auch zu Mangelerscheinungen kommen während dieser Ernährungsweise. Und die langfristig am umsetzbarsten Ernährungsformen sind ja meistens auch welche, bei denen man eben nicht extreme Einschränkungen vornehmen muss. Denn wenn wir eine schwarze Liste von bestimmten Lebensmittelgruppen machen und diese dann ganz, ganz brav immer befolgen, kann das natürlich auch unsere Fähigkeit tatsächlich beeinträchtigen, auf unseren Körper zu hören. Wenn uns dann ein bestimmtes Nahrungsmittel total abgeht, unterdrückt man dann mit aller möglichen Willenskraft, die man nur aufbringen kann, diesen Impuls. Mit der Zeit hören wir einfach nicht mehr auf die Signale dann unseres Körpers und auf unsere Intuition, die uns einfach lediglich Feedback darüber geben möchte, was es eigentlich ist, das wir wirklich benötigen. Wenn dich an dieser Stelle übrigens interessiert, was denn wirklich hinter deinen Gelüsten oder hinter deinen Food Cravings auf was Süßes, Saures oder Fettiges steckt, dann schau dir unbedingt mein Video zum Thema Food Cravings an. Da habe ich dir genau erklärt, welche Signale dahinter stecken, auf welche Nährstoffmängel das eventuell hindeuten kann, wenn du dich wirklich jetzt nach einer Tafel Schokolade oder nach einer Tüte Chips verzehrst. Ich werde dir das Video unten in der Infobox verlinken. Wer uninformiert von heute auf morgen entscheidet, sich vegan zu ernähren, der kann schnell Gefahr laufen, zu wenig Eiweiß zu sich zu nehmen. Und dann noch zusätzlich zu der generellen Thematik mit wie viel Eiweiß man zu sich nehmen sollte, sollte man auch darauf achten als Veganer, diese ganzen verschiedenen nicht tierischen Eiweißquellen geschickt miteinander zu kombinieren, zum Beispiel Reis zusammen mit Bohnen zu essen, damit man eben auch seinem Körper wirklich ein auch sehr ausgewogenes Spektrum an Aminosäuren immer zuführt und es vor allem auch nicht zu einem Mangel dann an essentiellen Aminosäuren kommt. Aber wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen vorab informiert hat und einfach wirklich etwas achtsamer ist mit der Wahl seiner Lebensmittel, da kann man auch als Veganer seinen Eiweißbedarf komplett ohne Probleme abdecken. Aber es ist halt nur so ein bisschen mehr Arbeit vielleicht manchmal oder halt Umdenken erfordert. Aber warum sind jetzt aber diese einzelnen Aminosäuren überhaupt so wichtig? Ich meine, reicht es denn nicht, wenn man an sich so genug Protein am Tag zu sich nimmt? Warum muss man jetzt auf die einzelnen Aminosäuren achten? Weil vor allem unsere Leber für ihre Entgiftungsfunktion auf ganz bestimmte Aminosäuren eben angewiesen ist. Also, liebe Veganer, bitte achtet halt einfach auf eure Aminosäuren, denn das ist für eure Gesundheit wirklich super, super wichtig. Aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin mit ein bisschen Einlesearbeit. Echtes Vitamin A, Retinol genannt, kommt nämlich leider nur in tierischen Lebensmitteln vor.
Pflanzliche Lebensmittel enthalten lediglich Vorstufen von Vitamin A, wie zum Beispiel das bekannte Beta-Carotin, das dann von der Leber und dem Darm, vorausgesetzt die beiden Systeme sind gesund und funktionieren auch einwandfrei, in echtes Vitamin A umgewandelt wird. So, einige Genmutationen können jedoch diese Fähigkeit, diese Umwandlungsfähigkeit durchzuführen, wirklich beeinträchtigen und um bis zu 90% sogar verringern. Und abgesehen natürlich von genetischen Mutationen, die man vielleicht hat, gibt es auch einige nicht genetische Faktoren, wie eben einfach eine schlechte Darmgesundheit, also nicht mehr intakte Verdauungstrakt oder eine Schilddrüsenunterfunktion. Denn ja, sie verlangsamt auch die Umwandlung tatsächlich von Beta-Carotin in Vitamin A. Natürlich dann auch Lebererkrankungen und andere Nährstoffmängel, die einfach unsere Fähigkeit des Körpers beeinträchtigen, diese Umwandlung durchzuführen. Und nur als kleine Information am Rande, Vitamin A, wofür brauchen wir es überhaupt? Naja, es ist sehr wichtig für die Hormonproduktion, für die Schilddrüsenfunktion, für unsere Fruchtbarkeit, ein gesundes Immunsystem, natürlich die Augengesundheit und natürlich auch die Bekämpfung von Müdigkeit. Bevor du jetzt aber schnell einfach zu einem Supplement greifst, um dieses Problem zu beheben, Achtung, Achtung, bitte kläre das lieber erst mit einem Arzt ab, denn sonst kannst du wirklich der Gefahr auflaufen, eine sogenannte Vitamin A-Toxizität zu bekommen, denn Vitamin A zählt zu den fettlöslichen Vitaminen in deinem Körper und kann nicht einfach so bei einer Überdosis ausgeschieden werden mit dem Urin, sondern wird vom Körper eingelagert und das kann echt gefährlich werden. Essen wir Eiweiße, dann stimuliert das die Produktion von HCl, also Salzsäure in unserem Magen. Mit dieser kann dann der Körper das Eiweiß auch eben richtig gut zerlegen. Achtet man als Veganer, wie vorher schon erwähnt, nicht auf eine ausreichende Eiweißzufuhr, kann das auch mit der Zeit tatsächlich schleichend dazu führen, dass der Körper auch seine Menge an Magensäure bzw. HCl herunterfährt. Man braucht ja schließlich anscheinend nicht mehr so viel davon. Das ist aber tatsächlich schon ein großes Problem, denn eine ausreichende Magensäureproduktion ist nämlich die Grundlage für eine absolut gut funktionierende Verdauung. Denn Magensäure bildet die Grundlage für den pH-gesteuerten Verdauungsprozess und ohne eine regelmäßige Stimulation der Verdauungssäfte wird die Verdauung dann auch immer schwächer. Und wie immer, wie ich schon oft in den Videos erwähnt habe, im Endeffekt können dann die Nährstoffe vom Körper nicht mehr so gut absorbiert werden. Bei einigen Veganern, die sich danach zum Beispiel auch wieder entschließen, doch wieder tierische Produkte in ihre Ernährung einzubauen, kann es dann halt auch erst recht zu Problemen kommen, wenn sie sich dazu entscheiden. Denn die Verdauung ist dann zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon richtig komprimiert und dann kann es wirklich eine längere Zeit dauern, bis sich die ganzen Verdauungssäfte wieder daran gewöhnt haben, tierisches Eiweiß gescheit aufzuspalten. Diese Anpassung geht eben nicht von heute auf morgen, darum jetzt nicht gleich panisch werden, warum es euch danach nicht so gut geht, aber es ist halt einfach eine Umstellung, die der Körper dann im Umkehrschluss auch wieder machen muss. Da es schwer ist als Veganer, jeden Tag genug Eiweiß in den Speiseplan zu integrieren, sind vor allem alle möglichen Sojaprodukte wie Edamame, Tofu, Soja und Proteinpulver, Seitan und so weiter und so fort bei Veganern sehr beliebt. Soja enthält allerdings Phytoöstrogene. Diese haben im Körper eine ähnliche Wirkung wie das Hormon Östrogen. Außerdem ist das Sojaprotein auch sehr schwer verdaulich. Und es enthält hohe Mengen an Phytinsäure, welche die Aufnahme von anderen Nährstoffen in unserem Darm blockiert. Und Trypsin-Inhibitoren. Trypsin-Inhibitoren sind Polypeptide, welche das Verdauungsenzym Trypsin hemmen und somit auch den Proteinabbau im Dünndarm einschränken können. Des Weiteren wirkt sich Soja dann auch noch nachteilig auf die Schilddrüsenfunktion aus. Ich weiß, hier reden sehr oft Schilddrüsenfunktion und Darm und Verdauungssäfte. Also bitte versteht mich hier nicht falsch. Soja in kleinen Mengen ist auch nicht gefährlich, kann sogar sehr gesund sein. Vor allem, wenn man es wie die
Vorfahren von uns, die Ahnen, in einer traditionellen Form zu sich nimmt. Was meine ich jetzt damit? Also zum Beispiel in Japan wird Soja seit Jahrhunderten gegessen, aber meistens in Form von Natto. Das ist ein fermentiertes Lebensmittel und auch eine tolle Quelle übrigens Vitamin K2. Aber ich meine jetzt, wer einfach hochverarbeitete, genetisch veränderte und nicht biologische Sojamilch im Tetrapack kauft, der tut sich genauso viel Gutes wie jemand, der einfach zur ganz normalen Haarmilch im Kühlregal greift. Um die Kalorienmenge auf dem Speiseplan ein bisschen nach oben zu boosten, greifen die Veganer natürlich sehr gerne zu Nüssen. Aber wie Kohlsorten und Getreidesorten auch, enthalten auch Nüsse Fraßschutz. Ich weiß, das habe ich schon in meinen Videos öfters erwähnt. Fraßschutz, das sind Antinährstoffe, von denen sich die Pflanze vor ihren Fressfeinden schützt. Nur blöd, dass diese Fressfeinde nun mal wir sind und dieser Fraßschutz dann uns schadet. Der bekannteste Fraßschutz von allen ist wahrscheinlich diese Phytinsäure und sie und ähnliche Substanzen hemmen die Absorption von Nährstoffen und Mineralien aus unserer Nahrung und erschweren außerdem auch den gesamten Verdauungsvorgang. Außerdem sind vor allem Nüsse für Menschen, die wenig Magensäure haben, oft auch schwer verdaulich und liegen einfach schwer im Magen. Und bei einer pflanzlichen Kost würde ich wärmstens empfehlen, diese Lebensmittel vorab eben durch Keimen, Einweichen oder Fermentieren schon mal vorzuverdauen, um diese halt dann im Anschluss leichter bekömmlich für uns zu machen. Das erfordert zwar ein bisschen Planerei im Voraus, aber dann kannst du dir auch sicher sein, dass du aus deiner pflanzlichen Kost auch wirklich den maximalen Nutzen für deine Gesundheit rausschlagen kannst. So, was ist jetzt also das Fazit? Also meiner Meinung nach kannst du auch mit einer veganen Ernährung wirklich einen guten und gesunden Lebensstil führen. Das ist gar kein Problem. Hier gilt es allerdings wirklich, weil es eine doch stark einschränkende Ernährungsweise ist, sich vorab ordentlich und gründlich zu informieren. Wenn man sich nicht so ganz sicher ist und nicht so gut auskennt mit dieser ganzen Gesundheitsernährungsthematik, dann am besten einen Experten, einen veganen Ernährungsberater mit ans Boot holen und sich einfach dessen bewusst sein, dass man doch ein bisschen Planerei und Voraufwand, sag ich jetzt mal, rein investieren sollte, um auch die Nahrung wirklich maximal verdaulich zu machen. Also im Voraus einfach ein bisschen fermentieren, einweichen, einkeimen. Aber dann ist das auch gar kein Problem. Und natürlich abschließend möchte ich trotzdem dir noch mit an den Weg geben, folgenden Ratschlag. Egal wie scheinbar perfekt du dich jetzt halt ernährst mit deiner veganen Ernährung und egal wie sehr du da rumgetüftelt hast, um die wirklich super zu gestalten, wenn du selber dich am Ende des Tages einfach nicht gut fühlst, dann hab den Mut und einfach gesteh dir ein, dass es vielleicht nicht der richtige Weg für dich ist. Aber du wirst auch einen anderen Weg finden, aber hör auf deinen Körper, der wird dir dann schon Feedback geben. Genau, wie immer, meine Lieben, seid neugierig, hinterfragt die Dinge und hört in erster Linie auf euch selbst. Und wie immer, ich hoffe, du konntest einen Mehrwert aus diesem Video für dich selbst mitnehmen. Und wenn du irgendjemanden kennst, der von dieser Info aus diesem Video ebenfalls profitieren kann, dann hab keine Scheu und teile gerne dieses Video, vielleicht auch schon mit einem Veganer. Der kann vielleicht den einen oder anderen Tipp für sich auch nochmal mitnehmen oder kriegt einen Denkanstoß. Genau, und ansonsten bleibt fit und gesund und dann sehen wir uns wieder übernächste Woche Dienstag bei einem neuen Video. Bis dahin, Pippi!